Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal wieder aus dem Club. Und heute war die Trainingseinheit Strecke üben dran. Also ich glaube, die hieß so. Und die haben wir noch nie gemacht. Ich glaube generell zum ersten Mal, weil die Strecke wurde jetzt umgebaut. Und da sollten wir einfach zweimal 15 Minuten fahren und einfach die Strecke üben für die Leute, die noch gar nicht gefahren sind. Zum Beispiel der Lysander, der links mit einem schwarzen Helm ist, der ist die nämlich noch nie gefahren. Das heißt, es könnte sein, dass wir heute vielleicht ein bisschen schneller als er sind, weil ich bin ja auch schon in beide Richtungen gefahren und komme eigentlich ganz gut klar mit der neuen Strecke. Hier fragt Lysander mich noch, ob seine Kamera läuft und gibt mir eine Faust. Und jetzt hole ich mir noch eine Sitzschale und mache die gleich in meinen Sitz rein. Und heute war das so, dass Evos und Alphas getrennt fahren. Weil wir waren heute eh nicht so viele Alphas. Und da hat Nadel gesagt, dass wir heute einfach getrennt fahren. Also 6 Evos, einfach nur die Evos zusammen. Und danach fahren auch die Alphas alleine. Da haben wir natürlich viel mehr freie Runden. Und das hat mich gefreut. Aber dafür, dass der Nachteil, ist die Strecke nicht so warm. Das heißt, wenn mehr Karts auf der Strecke sind, ist die Strecke natürlich auch wärmer und man kann schnellere Zeiten fahren. Wie zum Beispiel jetzt, erste Runde erstmal Reifen warm machen, dass die Reifen ein bisschen warm werden. Und jetzt vor mir ist der Lysander. Und ja, aber an dem Tag, kann ich schon mal sagen, ist Lennox sehr schnell gewesen und mein Bruder. Aber lasst euch mal überraschen, ich sage euch die Zeit schon nachher. Und jetzt gleich im neuen Streckenabschnitt, der jetzt hier kommt, der neuen Kurve. Seht ihr schon, ich bin richtig gut an Lysander rangekommen. Jetzt knalle ich ein bisschen gegen sein Heck, aber weil Lysander ja auch weiß, dass man schneller vorbeilässt. Also im Training, im Rennen macht man das nicht. Außer es geht einem dann irgendwann zu doll auf den Sack. Und jetzt hebe ich meine Hand, weil ich sehe, es ist gelblich. Lag nämlich daran, dass Kedi, das war der Rennleiter, hatte mal die Alphas schon mal geholt. Weil die standen nämlich woanders und ich musste die mal holen. Und dann zeige ich euch jetzt auch gleich schon meine schnellste Runde. Die kommt jetzt. Ihr habt da oben gerade zwar schon eine rote Zeit gesehen am Monitor. Das heißt, dass immer eine neue schnelle Runde ist. Aber jetzt kommt direkt noch eine schnelle Runde. Und die sage ich euch gleich schon direkt die Zeit. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken für die 70 Abonnenten. Da habe ich mich auf jeden Fall mega gefreut. Und ich wollte mich auch noch bedanken für die 300 Aufrufe. Das ist jetzt mein neuer Rekord unter einem Video. Das ist nämlich das Video gewesen mit das letzte Clubrennen. So kann ich nicht fahren. Und da habe ich mich mega gefreut. Das war jetzt auch nämlich schon meine schnelle Runde. Es war eine 39,40. Das ist eine ganz gute Zeit für mich, also geht. Und das war auch die letzte Runde. Da wurde ich auch abgewunken, hat man nicht so gut gesehen. Und deswegen geht es jetzt auch schon direkt in die Box. Und vor mir, das ist der Bruno, der war auch mal wieder im Club. Und ich hätte ihn fast noch überrundet. Der ist nämlich sehr, sehr lange keinen Kart mehr gefahren. Und jetzt fängt er wieder ein bisschen an. Und der ist auch ein richtig cooler Typ. Und der Lennox hat mir gerade nochmal gesagt, dass ich ein bisschen schneller als er war, aber er war trotzdem Erster. Also er kam mit den Karten ein bisschen besser klar als ich, weil ich war an dem Tag mittelschnell so. Und da habt ihr gerade schon meinen Bruder gehört, wie er sich gefreut hat, weil er ist seine allererste 39er gefahren. Und das war jetzt sein drittes, viertes Mal auf der Strecke, genauso wie bei mir. Es war nämlich eine 39,88. Das ist eine sehr gute Zeit, besonders für einen Achtjährigen. Das sage ich ja auch jedes Video. Und hier habe ich gerade mal zu Bruno gesagt, dass ich ihn fast noch überrundet habe. Aber im zweiten Turn war Bruno nochmal richtig schnell.
Ich sage euch dann nachher nochmal die Zeit. Und jetzt hier der Lennox. Ich wollte erst mit Visier zufahren, aber beim Fahren habe ich es dann doch nicht gemacht, weil ich damit irgendwie nicht klar kam mit Visier zufahren. Weil dann immer, wenn ich geatmet habe, ist das Visier beschlagen. Und das war richtig blöd. Da hat man nichts gesehen. Und jetzt seht ihr schon die ganzen Alphas, die hier runterkommen. Reinfahren. Wir sind ja gerade erst runtergekommen. Und dann werden wir jetzt auch schon wieder von Kili reingelassen. Lennox gibt mir noch eine Faust. Dann geht's auch gleich schon los in den zweiten Turn. Man merkt, dass ja nicht jemand atmet, deswegen kann es komisch werden. Atmet durch die Nase. Hier wollte Lennox mal für meinen Kanal zeigen, wie ein Fahrerwechsel aussehen muss, wenn man reinspringt. Vielleicht seht ihr ja dann irgendwann einen Fahrerwechsel von mir und Lennox. Und jetzt habe ich hier nochmal gerade zu Lennox gesagt, weil er ja ein bisschen schneller war, als ich ihn jetzt hinter mir startet, dass er mir nicht zu doll reinknallen soll, wenn er hinter mir ist. Weil wenn ich merke, dass er schneller ist, lasse ich ihn ja vorbei, weil es ja kein Rennen. Und ihr werdet ja sehen, wie er mich angestupst hat. Ich kann schon mal sagen, so leicht war es jetzt nicht. Jetzt seht ihr vor mir auch schon den Bruno, von dem ich gerade noch geredet habe. Und hier hat er ein bisschen gequietscht und jetzt schiebe ich ihn ein bisschen raus. Aber war jetzt nicht so schlimm, ich habe ihn dann leicht angetippt und habe mich dann auch mit der Hand entschuldigt. Es war alles gut. Jetzt vor mir ist der Lysander wieder und ich habe mich gerade umgedreht, habe gesehen, dass der Lennox ganz nah an mir dran ist. Jetzt kriegt der Lysander eine schwarze. Warum, erkläre ich gleich. Jetzt bin ich direkt an ihm dran. Und er lässt mich wieder vorbei. Hat er sehr schnell und schlau gemacht. Und es war nämlich so, dass jeder in den Turn einen Schwarzen bekommt, um das zu üben, in die Box zu fahren, einfach nur. Und jetzt schiebt Lennox mich hier komplett raus. Ihr habt ihn ja schon an der Seite gesehen. Wäre meine GoPro noch ein bisschen höher gestellt, hätte man gesehen, dass er sich direkt entschuldigt hat. War natürlich auch nicht mit Absicht, aber war jetzt nicht so cool. Und jetzt lasse ich ihn doch vorbei, weil ich nicht nur mal wollte, dass er mir fast das Heck wegzieht oder mich halt dreht. Aber alles gut, er hat sich entschuldigt und kann ja jedem mal passieren. Und jetzt hat gerade der Lennox eine schwarze Flagge bekommen, die hat Nadel ihn hingezeigt. Und jetzt fährt er auch schon direkt in die Box. Und mein Bruder hat mich hier perfekt vorbeigelassen. Es hat mir gar keine Zeit gekostet. Ich musste nicht mehr auf die Bremse gehen. Perfekt. Und am besten wäre es natürlich, wenn ich meinen Boxenstopp mache. Wie jetzt natürlich. Hier kriege ich die schwarze. Muss ich natürlich hoffen, dass ich vor Lennox rauskomme. Ist zwar kein Rennen, aber wäre trotzdem wichtig. Und jetzt hier der Boxenstopp. Perfekt drin gehalten. Das war richtig gut. Hier auch und direkt weiter. Ich würde sogar sagen, das war mein bester Boxenstopp, den ich je gemacht habe. Der wäre mega gut, fand ich. Und weil der natürlich so schnell war, habe ich auch jetzt wieder einen kleinen Vorsprung. Also ich bin voll Lennox rausgekommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Aber ich habe direkt gesehen, dass er ordentlich mithalten konnte. Aber jetzt kommt nämlich erst meine schnellste Runde im zweiten Turn. Und ich sage euch auch gleich wieder die Zeit. Das war jetzt auch schon meine schnellste Runde. Es war eine 39,24. Das ist eine ganz gute Zeit. Und jetzt lasse ich den Lennox vorbei. Da habe ich ihn fast das Heck weggezogen, aber ich habe nicht gegengehalten. Also hätte ich ihn da berührt, hätte ich ihn auf jeden Fall das Heck weggezogen. Und ich habe probiert dran zu bleiben. Habe es auch jetzt gut geschafft, aber ihr seht es auf der Geraden.
ist er ein bisschen schneller als ich. In den Kurven ist jetzt hier, bin ich gut rangekommen. Aber jetzt hier zieht er mir wieder gut weg. Er kam mit dem Kart sehr gut klar. Und er ist nämlich eine 38,93 gefahren. Das ist sehr, sehr schnell. Die erste 38er von den Evos, also die ich kenne. Ich weiß nicht, wer schon 38 gefahren ist. Und die habt ihr gerade gesehen, da wurde ich abgewunken. Jetzt geht's auch schon in die Box. Ich war ein bisschen traurig, weil ich habe jetzt gerade gesehen, dass der Bruno ein Hundertstel schneller war als ich. Er ist nämlich eine 39,23 und ich eine 39,24. Also ein bisschen ärgerlich, aber egal, hat Spaß gemacht wie immer und ja. Hier hat Nadel nochmal gesagt, dass sie fand, dass wir es alle gut gemacht haben. Und wir haben uns alle ein bisschen gewundert, auch Nadel, dass der Bruno auf einmal so eine Zeit rausgehauen hat. Also im ersten Turn ist er eine 39,6 gefahren und im zweiten einfach eine 39,2. Das ist richtig gut. Ich hoffe, euch hat natürlich wieder mein Video gefallen. Und ja, bis Danny Antenny.